Hey ho, ne? Haare gut versteckt. Hallo zum neuen Video. Heute, ja, mein Kessel, ihr wisst es ja mittlerweile. Und Zucchini, Kohlrabi, das soll heute mein Essen sein. Vielleicht später noch was im Kaffee. Und natürlich nicht so, sondern ich tue mir die panieren. Ganz lecker, kenne ich ja schon und ja, deswegen kann ich das so sagen. Und dazu gehen wir jetzt rüber in meine kleine, aber feine Küche. Mitkommen. Das Ganze heute wirklich einfach gehalten. Salz, Pfeffer, Paprika, mehr brauchen wir dazu nicht. Öl, Sonnenblumenöl zum Anbrutzeln nachher. Normales Mehl, Paniermehl, ein Ei. Hier habe ich übrigens den Nicer Dicer Dixter, was ich mir bestellt habe. Wird auch irgendwann einmal zum Einsatz kommen. Tja, und wie fange ich da jetzt an? Die Zucchini werde ich nicht schälen. Nein, da schneide ich mir bloß ein paar Scheiben runter. Und das Kohlrabi werde ich natürlich... schälen und mir dann auch in Scheiben schneiden. So, dann schneide ich mir hier einfach ein paar Scheiben runter und die nicht zu dick. Ja, der Kohlrabi liegt bei mir jetzt schon ein paar Tage, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, mir mein Essen zu machen, so wie ich das wollte. Die Zucchini könnte man auch längs schneiden. So, das soll mir erst einmal reichen. Schauen wir mal, ob wir das alles hier sauber ausbreiten können. Um das mit einem Haps einzuwürzen. Also Paprika kann man machen, muss man aber nicht. Ich hoffe, man kann alles sehen hier, jawohl. Nachwürzen kann man ja am Schluss immer noch. Ich hasse diese Pfeffermühle. Naja, funktioniert so halbwegs. So. Dann drehe ich das Ganze um. Und dasselbe Spiel nochmal. Und danach richte ich mir meine Panierstraße ein. So, Panierstraße eingerichtet. Tja, Freunde, und dann tun wir, wie gehabt, wie auch letztens die Schnitzel. Außer, dass wir die Sachen hier jetzt nicht schlagen müssen, klopfen müssen. Dips. Einmal durchpanieren. Mal
Man kann sie auch doppelt panieren, wenn man möchte. Man könnte jetzt auch mit zerbröselten Cornflakes, alles was man zum Panieren nehmen kann, kann man hierzu jetzt auch nehmen. Panko-Mehl, das wollte ich gerade sagen, genau. Könnte man jetzt natürlich auch nehmen. Dann wird es ein bisschen krosser. Ja. Ja. Tja, Freunde. Somit werden sie fertig paniert. Das Zeug kippe ich jetzt alles zusammen. Früher hätte ich mir das wahrscheinlich noch extra rausgebraten. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt schon wieder so viel zum Essen. Und das reicht mir. Ja, dann würde ich mal sagen, wir oder ich werde in die Pfanne Öl reinschütten, heiß werden lassen und dann sehen wir uns am Herd wieder. So machen wir das. Heieiei, warum nimmt er denn heute keinen Butterschmalz? Ich wollte es einfach in Öl rausbraten und davon, ja, eigentlich ein bisschen mehr. So, ja, langsam wird es warm. Sobald es heiß genug ist, schmeiß mal rein. Ich gehe mal davon aus, dass das soweit ist, das Öl. Jawohl. Da fangen wir mal an, hier einzulegen. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Also im Prinzip ist es jetzt ja auch schon frittieren. Sprich auf dem Grill, am Topfdeckel umgedreht drauf und da das Öl rein. Und dann könnt ihr das genauso richtig geil draußen auf dem Grill machen. Und ich kann es jedem bloß einmal empfehlen, sowas zu machen. Oh Leute, das ist einfach nur klasse. Selbst wenn er das nur als Beilage dazu macht. Man könnte sich dazu jetzt noch zum Beispiel ein schönes Sößle machen. Jägersößle zum Beispiel in einem kleinen Topf. So Fertigsößle wird vollkommen ausreichen. Aber ich will das jetzt einfach nur pur so genießen nachher. Tja, wie lang brutzeln, wie lang braten, das ist die Frage. Im Normalfall, bis man merkt beim Reinstechen, dass es schön weich ist. Die Zucchini gehen wahrscheinlich etwas schneller. Und schön braun soll es sein. Wie gesagt, dann drehen wir noch einmal um. Die Zucchini sind dann auch gleich fertig. Ja, die Kohlrabi brauchen ein klein bisschen länger. Deswegen sagte ich ja, ja verdammt, deswegen sagte ich ja auch am Anfang, die Kohlrabi-Scheiben nicht zu dick schneiden. So, das Ganze nochmal auf den Teller mit dem Küchenpapier, dass es das Fett wieder ein bisschen absaugt. Ja, die Zucchini sind definitiv fertig. Ja, die Kohlrabi dürften auch gleich folgen. Leute, dann gehen wir schon mal rüber und probieren schon mal das erste Zucchini. So machen wir das jetzt.
Absolut geil. Und unglaublich heiß. Salz habe ich zu wenig drauf. So, hier schalten wir schon mal aus. Und wisst ihr, an was mich diese panierten Zucchini immer erinnern? Irgendwie an panierte Pilze aus dem Wald. Richtig geil. Bis auf das Öl jetzt, dass es sehr ölig ist, denke ich mal, ist das jetzt nicht schlecht für mein Bäuchle. Ich komme gleich wieder, weil die Kohlrabi lasse ich jetzt erst ein bisschen, klein bisschen abkühlen. Ja, weil, ja. Vorletzte Zucchini war das und Kohlrabi. Definitiv lecker. Aber immer noch heiß. Mir schmeckt das so. Wie gesagt, man könnte noch ein Sözle dazu machen. Oder das Ganze als Beilage machen. Im Dutch Oven Deckel auf dem Grill rausfrittieren. Ist genauso eine Möglichkeit. Probiert es aus. Paniert euch das Gemüse einmal. Es schmeckt total anders, als man es gewohnt ist. Und ja, ich lasse mal jetzt mein Tellerchen hier schmecken und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschaikowski und Daumen nach oben nicht vergessen, nettes Kommentar, freundliches Abo, ja oder so ähnlich. Ciao, ciao.